Verarschen kann ich mich selber, Toaster. Ich fände es andersrum. Lass mich nicht mehr verarschen, Toaster. Das reicht endlich. Ich bin jetzt 35 Jahre, ich habe mich lang genug von euch verarschen lassen, okay? Ich will die Wahrheit und nichts außer die Wahrheit. Aha, hier. Gestern im Livestream mit TrueVD und nach 5 Minuten dachte ich mir schon, oh je, was ist hier los? Ich hab die Flows, ich komm hier ran mit meinen Bros. Was für Bros, ich hab nur einen Bro und der fängt an mit Toe. Star. Und hört auf mit Star. Er macht es klar, dass jede Woche neue Folge hier am Start ist. Es ist Blaze the Dawn, der hier im Dorf der Star ist. What up, what up, what up, what up? Was geht, was geht, was geht? Freestyle was geht, was geht, was exclusive. Was geht, was geht. Leute, Freestyle. Herzlich willkommen. Das hier ist Lanky Talks. Heute ist Folge 69. 69, genau. Heute wird's dreckig und dirty. 69. Denn du weißt das wirklich mit dem... Wie geht das? Mach mal. D.O.T. Oh, wie geht es? Dreckig und tight, denn du weißt das, heißt das, irgendwas. Ja, ich genau weiß, so. Nicht, ihr wisst Bescheid, sind, Leute. Das ist jetzt die Hausaufgabe bis nächste Woche. Findet's raus, wie es geht. Oha. Oha, Blaze. Verbindung wird erneut aufgebaut. Bist du da? Bist du da, Blaze? Bist du da? Ich sehe dich wieder. Ich bin da. Ich bin da. Houston, oha, direkt Houston, zum Houston, wir haben ein Problem. Aber bei dir lief's die ganze Zeit. Es ist völlig egal. Okay, ey, Toaster, ganz Verbindung. Kurz. Wir machen weiter einfach. Ich muss. Hörst du mich? Ich höre dich, Blaze. Ganz kurz nochmal, Leute, willkommen. Okay. Das ist Lanky Talks, Folge 69. Mein Name ist Toast. Mir gegenüber sitzt der einzig wahre, freestylende, nie schleimende Blaze the Dawn live immer aus gleich Deutschland. Bleibende. Immer die schönsten Reimen. Schreibende. Reimende. Reime, reimende, nie übertreibende, immer gleich bleibende. Und ja. Und sich niemals beweisende. Niemals aus Leimen kommende. Dawn. Was geht, was geht ab? Was geht ab? Ey, ganz kurz, jetzt nur mal kurz zum. Ich will hier ein Public Service Announcement machen. Oh, ich habe auch eins, macht eins. Ja, gestern habe ich und der Toaster, ich weiß nicht, welcher Esel uns geritten hat, auf jeden Fall sind wir auf die glorreiche Idee gekommen, hier mal einen Livestream zu starten. Wir wollten einfach mal so 5 Minuten Fame und haben uns gedacht, wir steigen jetzt in dieses Influencer-Game ein. Auf Instagram, @LankyTalks. @LankyTalks. Und dann, Gäste waren am Start, Gäste waren hart. Oh mein Gott. Ich wollte nur, ey, Leute, es tut mir leid einfach. Es kommt nie wieder vor. Ich habe gemerkt, dass das Influencer-Game ist, das ist nichts für mich. So, irgendwann noch Ding, Handy überhitzt, oder was? Ja, überhitzt, Promo, 20 Minuten Promo, in, Ding, 280 Werbeslogans von 0 auf 100. Name-Dropping. So, ja, ey. Shoutouts. Ich habe gemerkt, das hat mir wieder gestern gezeigt, ich will nichts mit dieser Szene zu tun haben. Und keiner von euch, egal wer ihr seid, wie ihr heißt, keiner muss mich oder unseren Podcast hier aufwerten. Also ich mache den Scheiß auch noch weiter, wenn nur eine Person zuhört. Ja, aber oder das haben wir gestern ja auch geklärt. Es war ja sogar Teil vom Podcast. Ey, wir machen es vielleicht sogar lieber, wenn... Genau, also wenn am Ende des Tages nur ich und der Toaster in unseren Schaukelstühlen hocken und uns sich so mit unseren selbst gehäkelten Wolldecken zugedeckt uns diesen Podcast hier reinziehen, dann sind wir immer noch zufrieden und dann machen immer noch den Podcast weiter. Also Leute sollen sich nichts einbilden und sollen einfach ihr Live leben. Und wenn sie was zu melden haben, add me, Blaze the Dawn, Lanky, ihr wisst Bescheid. Schreibt mir. Folge 69, egal was du für Scheiße laberst, das rächt sich. Oh shit. Geil. Leute, das war die heutige Folge Lanky Talks. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Wir sind nicht auch die letzte offizielle Folge. Nein, Mann. Nee, natürlich, ey, wir verstecken uns vor keinem. Friendly Fire, weißt du, ihr wisst doch Bescheid. Keiner braucht sich das irgendwie zu Herzen nehmen. Keiner braucht sich da auch so tief reinzusteigern. Aber wenn es so sein sollte, ihr wisst Bescheid, wo ihr uns findet. Auf also Instagram. Zumindest. Lasst Toaster da raus, sage ich euch. Lasst Toaster raus. Da. Wenn ihr was zu klären habt, meldet euch bei mir. Der Blaze klärt alles. Der Blaze ist mein Rücken. Ich bin... In diesem Game. Ich bin's.
ihr wisst, Rücken, ja. Dies, das. Der Blaze ist meine arabische Großfamilie. Ja. Für die Credibility One-Man, und One, so. One-Man-Show. One-Man-Show. Freestylt euch den Kopf kaputt, Mann, bis Blut aus euren Ohren schießt. Ja, okay, komm, lass uns nicht auf irgendwelche Livestream-Niveaus herabbegeben, sondern lass uns jetzt direkt reingehen. Seriöse Folge, ja genau. Ich habe direkt ein Public Service Announcement, gerade 5 Minuten gekratzt, ich will, dass es so früh wie möglich in der Folge kommt. Okay, okay. Leute, denkt dran, wenn ihr das hört, dann ist Montag, der 8. Mai, geht los und besorgt eurer Mutter was zum Muttertag, Alter. Ist der 8. Mai Muttertag? Nee, der 8. Mai ist der Montag, wenn die Folge rauskommt. Der 14. Mai, also ja. Der dann kommende Sonntag. Okay. Ja. Also ich hätte mich damals mal gefreut, weißt du, vor so 10 Jahren oder so, wenn mich jemand erinnert hätte. Weißt du, was ich meine? So und so Tagen ist es soweit. Ja, genau, okay. Weil das ist halt, für mich ist das blöd für meinen Kopf, weißt du, das ist der 2. Sonntag im Mai und so. So funktioniert mein Kopf nicht. Genau. Ja, und also natürlich ein Geschenk an allererster Stelle und jetzt nicht nur irgendwelche Messi-Pralinen, weil sie im Angebot sind, sondern macht euch mal Gedanken. Ey, das ist ja auch immer so, ich weiß nicht, ob das so bei euch oder bei, also du hast ja noch eine Schwester, ob das so bei euch immer so der Fall war. Bei uns war es schon mal so, dass den Müttern auch immer irgendwas geschenkt wird, so Küchenutensilien oder Küchengeräte, weißt du, was ich meine? Nein, also bei uns ist das nicht so. Aber das können viele auch wahrscheinlich relaten, so, weißt du, was ich meine? Ich war da halt nie so der Fan davon. Warte, du meinst nicht das Geschenk als solches, sondern du meinst diese Geschenke mit Rolle als Hausfrau und dies, das? Ja, 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 halt, ja. Also, oder wenn du Mutter gefragt hast, ey Mutter, was willst du denn haben und so, und dann hieß es, den Küchenroboter und so. Und dann war ich immer so, ey Mutter, ich will was für dich und nicht irgendwas, wo du dann am Ende des Tages was damit für uns machst, weißt du, was ich meine? Ach so, ja. Wobei, es kommt halt irgendwie drauf an. Also es gibt ja so... keine Ahnung, wenn du mir jetzt zum Beispiel irgend so ein Kochdings schenken würdest, weißt du? Ich fände es auch voll brutal. Ich hab dir ja schon mal ein Kochding geschenkt. Das ist ja was anderes. Weißt du, was ich meine? Ja. Du machst dann was für deine Frau. Oder für was weiß ich. Wenn ich jetzt irgendwann mal zum Erntedankfest komme, dann kochst du mir auch was. Ja. Das ist ja was anderes. Aber was weiß ich, du kaufst jetzt deiner Mutter einen Staubsauger. Einen Schneebesen. Und damit macht sie dir halt jeden Tag deine Pancakes. Ja, ist uncool. Das ist ja dann, weißt du, was ich meine? Ist uncool. Deswegen macht euch mal Gedanken und nicht nur immer egoistisch sein und so. Macht euch mal Gedanken, was braucht die Mom? Über was wird sie sich freuen? Also was auch so gut ist, wenn ihr das nötige Kleingeld habt, ihr müsst jetzt auch nicht irgendwie euch hochkarätig verschulden. Irgendwie mal der Mom einfach mal so eine Auszeit gönnen, vielleicht auch mal auf so ein Wellness oder so ein Beauty-Tag oder sowas. Ist doch was, oder? Ey, ich kann es jetzt hier mal leaken zum Beispiel. Ich habe meiner Mom, ich weiß nicht mehr, was es für eine Angelegenheit war, was für ein Anlass war. Es ist auch schon ein bisschen her. Ich glaube, sie hat sich ein bisschen gescheut. Mhm. Ich habe ihr einen Gutschein zum Beispiel geschenkt für Thai-Massage. Geil. Weil sie schon voll lang macht sie rum mit ihrem Rücken und so und plagt sich und hin und her. Und sie hat aber. War sie schon? Nee, sie war noch nie, weil sie hatte noch nie Berührungspunkte und so. Und da habe ich gedacht, Gutschein noch nicht angewendet? Jetzt hat sie ihn angewendet, aber lange nicht. Und vorher war sie auch noch nie bei sowas. Und dann war ich jetzt die Tage, war ich bei meinem Vater, habe ihm ein bisschen was geholfen in der Werkstatt und so. Und da kam die Mutter dann gerade angeschlappt und ich habe halt gesehen, wie sie Dings. Weil ich kam direkt von dem Termin, fettes Grinsen über beide Ohren und so. Und halt, wie neugeboren und so. Und halt vielleicht, ich gucke immer, dass ich vielleicht irgendwas oder einen Gutschein vielleicht von einem Restaurant, wo sie sonst nicht hingehen, weißt du. Weil sie denkt so, ein bisschen zu teuer und so. Also vielleicht jetzt, weil man sich nicht vielleicht leisten das, kann, aber bei Eltern ist, genau, bei Eltern ist ja meistens so, was der Bauer nicht kennt. Ja, das oder halt, ich gebe doch nicht 50 Euro für das Steak aus, weißt du? So. Ja, genau, wir gehen dahin, da ist es immer gut und da ist es so. Aber vielleicht irgendwie, oder vielleicht, wenn sie sonst nicht so gerne zum Beispiel es gibt niemanden, der nicht gerne zum Griechen geht, weißt du, was ich meine? Aber mal angenommen, meine Eltern wären noch nie beim Griechen gewesen, weil sie denken, das ist nicht nice. Dann, einfach, damit so das Ding ist, dass sie aus ihrer, sagen Komfortzone. Aus der Nutshell, oder wie nennt man das? Aus der Ding. Ja, halt keine Ahnung, um mal ein bisschen zu erweitern und so. Genau. Und das ist voll, ich freue mich ja selber auch über so Sachen, weißt du? So Zeug, wo ich halt in meinem Dusel jeden Tag nicht dran denke. Okay. Ja. So. Ja, genau. Nice. Leute, macht euch ein paar Gedanken. Sonntag ist das gar nichts. Nächste Woche Sonntag? Ja, genau. Und bitte, Leute, schreibt es euch auch noch in den Kalender, denn Samstag kauft einen Strauß Blumen. Genau. Tut mir den Gefallen. Tut mir und Toaster den Gefallen. Genau. Greift nicht zu diesen billig 2,99 Euro Tulpen, die nur beim Lidl an der Kasse rumdumpeln schon seit 3 Tagen. Sondern nimmt mal so ein 20. Ich würde jetzt sagen 10er, aber ich habe jetzt selber mal Blumen gekauft. Nee, ist teuer geworden. Und habe gemerkt, für einen 10er kriegt man
nur noch das, dieses, das Minimum. Das Grünzeug, was. Das, was sie zum Auffüllen nehmen. Zum Dekoration, das, was außenrum, also ja. Für 10er ist nur noch das möglich. Nimm mal so ein 20, 30 Euro in die Hand, kauf der Mami einen schönen Blumenstrauß, schreib dir eine Karte. Und wie gesagt, genießt mal einen schönen Tag mit der Mami zusammen. Sie hat euch 9 Monate im Bauch getragen und hat euch dann auch noch 18, 19, 20, sogar manche sogar noch länger durch die Welt getragen. Den Arsch abgewischt. Den Arsch abgewischt, den Babybrei zubereitet, ne? Ohne Scheiß. Und das irgendwann. Also, das ist jetzt vielleicht, wir sind hier zwar ein Comedy-Podcast, aber das sind jetzt auch. Nee, das ist real. Ja, das ist Humor vermischt mit Ernsthaftigkeit. Aber das, also ich hoffe mal, mittlerweile sind unsere Zuhörer in so einem Alter, dass sie das auch alleine raffen. Also, Mommy is the Queen und show some respect und show some put some respect on her name. Sonst verlasse ich hier den Podcast. Another one. Toaster, das haben wir jetzt geklärt, Muttertag. Ja, genau. Ich bin der Meinung immer, dass der Muttertag, wir haben es jetzt gerade geklärt, dass er wichtig ist. Er ist wichtig. Genau. Aber ich finde, im Gegensatz zum Vatertag ist der Muttertag ein bisschen overrated. Der Vater kommt mir ein bisschen zu kurz immer jedes Jahr. Ist es so oder ist es nicht so? Ja, die Sache ist. Vater stellt, Mutter kriegt immer hier, jetzt haben wir es gerade geregelt, einen schönen Blumenstrauß und dann ein Geschenk. Ey, ich kenne das. Vater stellt eine Kaste Bier hin, dann ist rum. Ich kenne das, dass Vatertag ähnlich celebrated wird. Nicht oft, ganz, ganz selten. Dass Vatertag ähnlich celebrated wird wie Muttertag, aber es ist die absolute Ausnahme. Aber ich gehe jetzt nicht von dir oder von uns, ich gehe von der Allgemeinheit aus. Bei der Allgemeinheit ist der Vatertag hier underrated. Und Dings, ja, genau. Genau, genau. Aber vielleicht liegt es auch daran, machen Väter nicht dann auch gern so Sauftouren und so? Ja, aber ich meine jetzt. Das heißt, die sind ja eh nicht daheim. Ja, ich gehe jetzt aber vom Geschenke-Game aus. Ja, Geschenke-Game ist nicht so big. Weißt du, was ich meine? Ein Vater stellt schon Kaste Bier hin, der ist zufrieden. Oettinger sogar noch, das günstigste. Ey, mein Vater war, ist voll lang schon, also voll viele Jahre war der einfach nicht daheim, weil er dann mit seine Kumpels, und das finde ich eigentlich voll nice, die sind dann Dings, geil. Sind dann haben dann so Städtetouren gemacht. Voll geil. Das ist auch mein Ding. Einfach an dem Tag einfach abhauen, nachts schon am besten. Nee, die sind dann so für 2-3 Tage, sind Vatertag, sie dann nach Dings. Ich will euch nicht sehen. Sind einmal nach, Tag. Einmal sind sie nach Riga gegangen, einmal sind sie nach Dings, Warschau gegangen, ja, dann und geil, so. Geil, ist geil. Ich war auch einmal, war ich mit meinem Vater, da wollte irgendwie keiner mit oder so. Das war jetzt schon fast 10 Jahre her, sind wir nach, weil Flug war schon gebucht, sind wir nach Porto geflogen. Dann 3 Tage, voll geil. Nice. Porto, ein Reisetipp oder? Wir waren. Braucht man nicht. Also, wir waren 4 Tage, glaube ich, und das war ein bisschen, also wir waren vor der Saison mäßig. Okay. Es waren wann ist vor der Saison? Weiß, wir waren halt zum Vatertag. Wann ist ein Vatertag? Der Mai? War doch auch schon und so. April? Auf jeden März? Fall vor dem Sommer. Keine Ahnung. Bevor der Sommer richtig angefangen hat. Und da war Dings, war halt relativ wenig los und dann war 4 Tage okay. Schon ein bisschen viel. Also 4 Tage geht, wenn du dann so einen Tag Lissabon zum Beispiel gehst und so. Mhm. Ist sicher geil. Ja, ich habe jetzt nicht Google Maps auswendig drauf, aber wie sind so die Entfernungen Lissabon-Porto? Ist es so machbar so? Gibt's Busreisen? Ah, okay. Für einen Tag. Okay, ja. Aber so eine Reise wert oder würdest du sagen, ey, nee, lieber ich fand's halt 2 Wochen All Exclusive Makedonien nö, oder so. Ist, ist schon geil, weil halt wie die, also die Häuser sehen ganz anders aus und so, weißt du, die kacheln ihre Häuser. Ja, ich habe schon Bilder gesehen, also ich kenne auch ein paar Leute. Weißt du, die haben dann so ganz kleine Kacheln. Die Architektur auf der Außenfassade sieht auf jeden Fall interessant aus. So. Und Leute, super nett. Ich kann jetzt nicht unbedingt mit der Sprache. Ich finde Portugiesisch eine verrückte Sprache. Ja, vielleicht haben die dich auch von Grund auf so beleidigt und du hast halt und habe dabei gelächelt, weil ich kann jetzt auch sagen, ah, meine Sickere, meine Koimon. Ja, und dann denkst du auch, wow. Ja, und der Portugiese denkt dann, oha, Türke, voll nice. Ja, Türke, voll nice. Pide, Sucuk. Döner misst du so. Döner, weißt du, und so. Und dann denkst du auch, oh, geil, Döner, extra scharf und so. Also, wenn ihr die Möglichkeit habt, geht mal hin, zieht's euch rein. Ich find's ja auch immer geil an andere Länder und andere Kulturen und so. Und ja. Genau, nice. Mach mal die Haustür auf. Das, können wir das, schreibt das dir mal auf, Notiz. Macht die Haustür auf. Hashtag Haustür auf. Vielleicht auch ein guter Folgentitel. Haustür auf. Haustür auf. Aber wir machen noch weiter natürlich. Das ja, was sagst, du zu, was sagst du zu Vatertag? Hast du Vatertag, Vatergeschenke gekauft und so? Ich sag's ganz ehrlich, habe ich nie gemacht. Ja, habe ich. Aber jetzt auch nicht so. Vielleicht habe ich es einmal gemacht oder so. Ja, ich weiß nicht. Aber auch nicht in dem Ausmaß wie der Mutter, weißt du? Genau, also genau. Ey, Muttertag vergesse ist Stier. Vatertag vergesse. Ist auch Mutter so Ding, oder? Show some love.
Und Vater ist eher so Ding. Hoffentlich kriegst du sie nicht. Nee, was er gemacht hat, ist schon, also wir werden ja auch irgendwann mal Väter und so, Toaster. Und ist es nicht so, vielleicht dann so, dass was der Vater macht, wird auch für von vielen, von meisten so als selbstverständlich gehalten, so? Also habe ich so das Gefühl, weißt du, was ich meine? Ja, weil es halt Dings... Und Mutter ist halt schon ja. Respekt und hier und da, Mutter hat sich geopfert, hat sich das und das und Vater... Der Vater ist halt so der Schweigende, der wo in der Ecke steht und schweigt. Und vielleicht hat es damit zu tun, dass du das, was die Mutter für die Kinder ist, dass sie halt immer da ist und so, weißt du? Du siehst, was sie tut und so. Ja, aber der Vater geht und dann kommt er wieder. Also arbeiten, geht arbeiten, kommt ja, wieder. Ja, aber meistens so. Ist, also ich will jetzt auch nicht irgendwie hier Gleichberechtigung und Frauen irgendwie so Ding, aber meistens ist es ja auch so, dass das dafür, dass die Mutter immer da ist, vom Vater finanziert wird. Weißt du, was ich meine? Ja, na klar. Das ist so der stille Investor im Background, weißt du? Ja, der schafft halt die Kohle ran, was geht? Der schmeißt so die Bündel auf die Mutter und meint, spiel mit den Kindern! Aber ja. Oh, Scheiße, ey, ich bin heute ein bisschen toastet. Kein Dings, ey, Blaze, das ist ein Fass, dieses Dings. Ich hab vor der Sendung gesagt, ey, hör auf, kein Maulkorb. Und was hab ich noch gesagt? Du sollst nicht. Ja, ich soll dich nicht aufhalten. Du sollst mich, aber vielleicht solltest du es doch tun. Das, ja, ich habe auch gerade so überlegt, ich glaube, das ist ein Fass, lass es zu. Okay, wenn du das Gefühl hast... Dieses Fass, Blaze, lass zu. Ja. Leute, ihr könnt eure Familienentwürfe machen, wie ihr wollt. Keiner ist weniger wert als der andere und so. Ja, genau. Es ist alles Liebe. Wir reden nur darüber, wie es vielleicht bei uns war. Ich schließe mich voll und ganz den Worten. Wir reden nur darüber, wie es bei uns war. Ey, Toaster, kurze Ding, wenn du merkst, ich gehe Richtung 2 Jahre auf Bewährung, dann halt mich auf. ja, keine Ahnung, weiß nicht. Aber das wird sich bei uns ja eh switchen, weil ein Gehalt reicht ja eh dann auch nicht mehr, weißt du? Ja. Um die Familie zu ernähren und heute, so. Soll ich diesen Ding machen? Was? Diesen 65-Jährigen so frisch. Am Stammtisch? Was reicht denn heute allgemein? Was reicht denn überhaupt noch heute? Weißt? Ja, die Kinder müssen auch arbeiten gehen bald, Mann. Ja, aber das Bittere ist ja, dass man sich so über diese Stammtischphrasendrescher hat man sich ja früher lustig gemacht, aber das Bittere ist ja, dass genau so. Nein, das Bittere ist ja, dass sie mittlerweile sogar recht haben. Weißt du, was ich meine? Ja, keine Ahnung, weiß nicht. Am Stammtisch ist ja, ich kann jetzt mal privat so Ding. Also ich kann jetzt mal so privat, ich laber mal so privat aus dem also ja, mein aus dem Vater, mein ja. Vater ist jetzt seit letzten Monat ist er jetzt in Rente. Nice. Und was er kriegt dafür, dass er, mein Vater ist schon, jo. Also mein Vater ist nicht irgendwie später gekommen, mein Vater ist schon, seitdem er 16, 17 ist in Deutschland und hat halt auch wie ganzes jeder Leben gearbeitet und so. Mit 17, 18 angefangen zu schaffen, weißt du? Und für das... Was er da, ja. Wie lange schafft man da? 40 Jahre oder was? Ja. Weiß nicht, mach du die Mathematik, Tossa. Für das, was er, also 40 Jahre auf dem Bau oder was weiß ich, Arbeit. Der Arsch aufgerissen hat und das, was man jetzt als Rente kriegt, ist, ey, Tossa, da geht man das Messer in der Tasche. Ja. Das ist eine Frechheit, also, ja. Das ist krass. Wir haben halt. Und das ist auch, also. Jetzt nicht denke, er hat halt zu wenig verdient oder so. Mein Vater hat richtig gut verdient. Also das ist, ich mache mir da echt, also ich habe auch mal geguckt, auch wenn du deine 3.000, 4.000 netto im Monat verdienst, sieht es richtig mau aus bei Rente später. Also und, du weißt, wie schwer es ist oder was man alles akademische Grad und so haben muss, um heutzutage 4 netto zu kriegen. Weißt du, was ich meine? Ja, dann kommt nochmal obendrauf, dass, ja, keine Ahnung, insgesamt dieses ganze Gefüge ist ein bisschen aus der Balance gekommen, finde ich persönlich. Ist auf jeden Fall eine krasse Frechheit und es geht ja immer mehr bergab. Also ich sehe für uns, sehe ich ganz schwarz. Ich hoffe, aber Leute, seid nicht dumm. Also überlegt genau, was ich jetzt sage und rastet dann erst aus, okay? Ich hoffe, dass dieses System Rente, bis es für uns so weit ist, an die Wand gefahren ist. Und ich gehe davon aus... Geld mehr in der Rentenkasse ist? Nee, das meine ich nicht. Aber ich glaube, du verstehst auch nicht, wie Rentenkasse funktioniert. Wenn du schon so fragst, um ehrlich zu sein. Also es gibt ja auch keine Rentenkasse. Ja, das ist ja jetzt nur so gesagt. Aber ich habe so das Gefühl, dass wir, unsere Generation, viele sogar gar nicht das Rentenalter
erreichen werden von der Lebenszeit her. Warum? Weißt du, was ich meine? Ja, es ist ja das Thema, ist ja jetzt auf dem Tisch, das ist Rente ab 70. Weißt du, was ich meine? Ja. Du weißt ja, wie unsere Jugend aktuell lebt, alle an der E-Shisha, die dampfen und das. Ja. Da wird doch keiner mehr 70, Toaster. Lass uns doch mal Tacheles reden. Da wird doch keiner, die ballern sich die Snooze-Päckchen unter die Oberlippe. Ich glaube, ne? Wie ist ein aktuelles Renteneintrittsalter? Also das Rentenalter im Moment? 65. Ich glaube, die wenigsten arbeiten bis 65. Also statistisch. Ich glaube statistisch, das real, also es ist immer so eine Sache, das Wichtige für Rente ist nicht dieses festgelegte Alter, auf das sie jetzt in Frankreich zum Beispiel erhöhen. Und das hörst du auch unseren Arbeitsminister. Shoutout an Hubertus Heil. Hörst du ihn immer wieder sagen. Das Wichtige ist, und Schäuble hat es vorher auch schon gesagt, glaube ich. Ja, aber das Wichtige ist das Alter, in dem durchschnittlich in Rente gegangen wird. Und das ist immer drunter. Aber auch nicht aber viel, das sind vielleicht 2 Jahre oder so. Ich will jetzt auch hier den Ding-Part spielen, so der wo ein bisschen so auf Anarchie und so. Mhm. Guck mal, du hast ja mitgekriegt, in Frankreich wollen sie das Rentenalter auf 65 erhöhen. Und 64. 64, scheißegal, 64, 65. Ja. Und du hast ja auch vielleicht in den Nachrichten gesehen, krassesten Straßenschlachten und Riots und Burn That Shit Down und Molotovs on the House. Ja. Und da wurde sich gewehrt, ne? Ich weiß nicht, ich glaube, es hat nichts gebracht am Ende des Tages. Nee. Aber da wurde halt mal ein Zeichen gesetzt, ne? Weißt du, was ich meine? Ja. Aber wird's wir in Deutschland so nicht geben. Ja, bei uns in Deutschland sagt der, was weiß ich, wer das bestimmt, der Arbeitsgewerkschaftsleiter, der sagt dann, ja, Rente ab morgen mit 68 und das dann stehen wir, da heben wir kurz den Kopf, ja, gucken zur Stechuhr, ja, und schaffen weiter, weißt du, was, ja, ich meine? Ja. Warum? Ich glaube, Frankreich ist ein sehr gutes Beispiel, ein sehr einfaches Beispiel, nicht gut, ein einfaches Beispiel. Ich glaube, das ist nur jetzt mein Dings. Frankreich hat eine Historie aus geglückten Revolutionen. Weißt du, wenn du die Geschichte durchguckst, dann hat es sich für Franzosen gelohnt, auf die Straße zu gehen. La Révolution. Wie ist es? Le Roi est mort? Der König ist tot, lang lebe der König. Die haben einfach, als sie nicht gepasst hat, haben sie die Guillotine ausgepackt und haben ihren scheiß König geköpft. Weißt du, was ich meine? Und in Deutschland haben wir diese Historie aus geglückten Revolutionen eben nicht. Okay. Also die Franzosen haben in ihrem kollektiven Bewusstsein als Gesellschaft, das sage ich jetzt einfach mal. Aber Toaster, das ist doch jetzt wieder... was? Weiß. Was ist das? Der Jacques Pierre, der wo jetzt 17, 18 ja, ist, ja, was, der weiß doch nicht, was sein Urgroßvater, der Jean-Pierre, damals... Es kommt doch nicht von ungefähr, dass die Franzosen eine relativ stolze Nation, ja, sind und so. Weißt du, was ich meine? Das ist doch, ja, im Dings drin. Ich denke schon, dass das eine Rolle spielt. In der DNA, verankert und in so. In der Volks-DNA. Verzehmen. Public DNA. Will ich mir jetzt sagen, die Norweger sind alles noch Wikinger und so, oder was? Norwegians still Wikinger DNA. Nur weil jetzt der Haaland sein Haar lang wachsen lässt und sein goldenes Haar und weißt du, denke ich, das ist jetzt ein Wikinger oder was? Nee. Der ist für mich eher das L'Oreal-Werbegesicht, weißt du? Blaise, ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist es aber auch so, dass bei uns in Deutschland relativ viele Leute schon gar keinen Bock mehr haben auf Politik und Demokratie. Und das sehen wir ja in unserem jetzt voller Politik-Podcast. Mir ist es aber scheißegal, Blaise. Du, ja, aber egal, Toaster. Lass uns das machen, was wir Deutschen am besten können. Wir ignorieren es einfach. Genau, wir ignorieren es einfach. Lass Dings. Leute, wenn ihr Interesse daran habt, wenn dass wir weiter geredet unser. Wird, ist es nie passiert, weißt du? Wenn ihr Interesse daran habt, dass wir weiterhin unser Halbwissen auch über so politische Sachen genau kundtun, dann schreibt uns das irgendwo und dann könnt ihr mir vorstellen, eine Nachricht dass wir hier. An, Ding. Dass wir hier. Schreibt, ja, sorry? Schreibt eine Nachricht an irgendjemand in unserer Followerliste. Also ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, dass der Blaze in die Politik einsteigt. Ey, Diggi, darauf ist die Politik. Wir sind nicht ready. Nee, die sind nicht ready, Bro. Auf jeden wir Fall. Wir sind schon reif. Wir sind wie so eine Avocado, die wo schon so bräunlich langsam und so, weißt du? Aber die sind nicht ready. Was ich irgendwie, das ist vielleicht das, was ich abschließend noch sagen möchte, weil ich jetzt zufälligerweise habe ich mir hier eine Plattform geschaffen, um meinen Gedanken freien Lauf zu lassen und andere Leute müssen sich das anhören.
Ich sehe das in meinem Umfeld. Viele Leute sagen, sie haben keinen Bock auf Politik und auf Demokratie, weißt du, was ich meine? Und auf Wählen gehen und so und auf irgendwie Mitgestaltung und so. Und auch wollen auch gar nicht drüber reden, ist ihnen alles scheißegal. Aber wenn es dann kommt, dann hat doch irgendwie jeder eine Meinung. Und ich glaube, unsere Generation ist nicht so, so unpolitisch, wie wir denken. Weil gerade wenn wir jetzt so unter uns, wenn wir diskutieren über GEZ, weißt du, was ich meine? Zum Beispiel, was ja immer ein heißes Thema ist. Ich will es nicht aufmachen jetzt, aber du weißt, es ist ein brutal heißes Thema. Nee, also ich denke jetzt dann mal nicht, dass dann hat auch jeder eine Meinung und so. Ja, yeah, also ich denke jetzt nicht, dass wir meinungslos sind oder halt keinen Plan haben, aber ich denke, bei uns in Deutschland ist so ein Ding verbreitet, so... Kannst eh nichts machen. Oder ja. Was bringt, unsere Stimme bringt doch eh nichts oder genau. So. Also genau. Also so, diese Vibe ist so verteilt in Deutschland. Und ich denke, das könnte sein, dass wir in unserer Generation in der... Ich glaube, in den Generationen vor uns ging es sehr viel immer um Inhalte und das ist auch gut. Man muss sich inhaltlich damit auseinandersetzen, was bedeutet Rente mit 64 jetzt für die Franzosen und so. Ich glaube, wir in Deutschland haben eher das Problem, wir müssen uns mit Strukturen auseinandersetzen. Wir müssen drüber reden, muss ein Bundestag so groß sein zum Beispiel? Muss dies, das? Weißt du, ich glaube, eher Strukturen als Inhalte sollten unser Fokus sein. Das ist nur meine persönliche Meinung. Und wenn die Strukturen so sind, die Strukturen müssen so sein, dass du daheim denkst, ey, nice, ich kann wählen gehen. Weißt du, also im Sinne von, ey, nice, ich kann mal wieder mitbestimmen und es bringt auch was. Ja, aber wirst doch angelogen, Toaster. Du wirst doch, ist doch so. Wirst doch nur noch angelogen. Dir wäre leere Versprechungen gemacht, dann gehst du hin, stehst morgens um 8 Uhr auf, denkst, oh, ich geh jetzt ins Wahlbüro und denk, scheiß mal auf Wettbüro heute, ich geh lieber Wahlbüro. Ja. Und dann machst du dein Kreuz und dann watsch wisch und dann passiert nichts weiter. Ich glaube, dass von ganz vielen Politikern, ich glaube erstens, dass die Leute nicht so dumm sind, für wie sie gehalten werden. Ich glaube aber auch, dass die Leute selber alle nicht so schlau sind, für wie sie sich selber halten. Ich glaube das von mir auch. Wie heißt das Fachbegriff für die Regierungszeit? Legislaturperiode. Legislatur. Ich bin der Meinung, also das würde ich jetzt auch fest so durchsetzen wollen, dass wenn Wahlversprechen gemacht werden, ja. Und das in der Legislaturperiode? In der Legislaturperiode nicht eingehalten. Also man, ja, also ja, natürlich ja, kann man ja 99 Problems Versprechungen machen, aber man sollte, also jede Partei sollte so 10 oder 5 Versprechungen haben, die wo in Stein gemeißelt werden. Und wenn die halt in dieser Periode nicht umgesetzt werden, dass dann strafrechtliche Konsequenzen hat. Strafrechtlich? Ja, natürlich. Ich weiß nicht, ob ich strafrechtlich... Nein, natürlich. Also Konsequenzen hat es auf jeden Fall. Ja, was Ding mit dem Fingerzahn zeigen. Oh, böser Politiker. Wir sehen jetzt zum Beispiel... Nein, Knast, Bro, glaub mal. Na, Blaze, hör doch zu. Ach. Wir sehen doch jetzt relativ beeindruckend, dass so eine FDP wieder um ihre Existenz bangt. Scheiße, ich will jetzt nicht, das wieder... Halt keine auf. Person. Keine Person, Blaze. Scheiß Parteien? Auf die FDP. Scheiß auf die FDP, darfst du sagen. Ja, scheiß auf die FDP, Mann. Scheiß auf alle, wenn es sein muss. Aber, Bro... Wir können nicht einfach immer irgendwie alles durchgehen lassen und sagen, oh, böse, böse, das und das. Sondern das muss knallhart, dann, die müssen das mal, ein Kind rafft nur, dass der Herd warm ist, wenn er an die Herdplatte langt. Deswegen muss der mal 8 Jahre rein, weißt du, 5 Quadratmeter Essen auf Silbertablett und so, dann weiß er mal, was abgeht, weißt du. Und dann nächstes Mal, wenn er sich dann zur Kandidatur stellt und sagt, ja, morgen... werden wir hier mehr Grünanlagen für Kinder bauen, dass die da spielen können. Es wird Folgendes passieren, Blaze. Ich erkläre dir. Und der macht's nicht und da kommen wieder Parkplätze hin. Pass auf, Blaze, wenn wir das so machen, 8 Jahre, Bro. Wenn wir das so machen, okay, dann werde ich dir jetzt erklären, wie das was passieren wird. Okay, das wird gemacht. Dann wird zum Beispiel, ich nehme es jetzt einfach mal raus, dann wird jetzt zum Beispiel in einem hypothetischen Deutschland, das nicht existiert, in einer Paralleldimension, wird die AfD sich hinstellen und wird sagen, Ausländer raus, ist einer von uns, von unseren 10 Punkten. Jeder, der schwarze Haare hat, wird des Landes verwiesen, okay? Jetzt holt die AfD mit so einem Wahlkampf in unserem hypothetischen Deutschland, holt die, holt die einfach die Bundeskanzlerschaft so. Und der Bundeskanzler ist von der AfD, AfD ist in der Regierung. Jetzt müssen die das aber durchsetzen, okay? Jetzt kriegen die das aber nicht durchgesetzt, weil die ja immer noch mit so Sachen durchs Parlament müssen. Jetzt haben die da keine Mehrheiten, bla, sie kriegen die Ausländer nicht raus. Am Ende dieser 4 Jahre sind immer noch Ausländer in Deutschland, dann kommt das Gericht, verurteilt jeden von der AfD. 20 Jahre später wird es dann so sein, wenn das Gesetz immer noch da ist, dass die SPD im Bundestagswahlkampf verspricht, dass sie pro Stadt über 100.000 Einwohner 3 Parkplätze mehr bauen werden. Das wären dann so, weißt du, das wären dann so Läpsch-Versprechen, die keinen interessieren. Ja, also, aber danach lieber Läpsch-Versprechen, die wo realistisch sind, als
Nicht-Läppsche Versprechen, die wohl sowieso nicht umgesetzt werden, weißt? Weil, wenn ich mir irgendwelche Märchen anhören will, dann fahre ich in die Stadtbücherei, hole mir ein Buch von Gebrüder Grimm und lese da drin und muss nicht mir nicht irgendwelche SPD-Podcasts oder CDU-YouTube-Videos oder Schwalversprechen irgendwas reinziehen, sondern verarschen kann ich mich selber, Toaster. Ich fände es andersrum. Lass mich nicht mehr verarschen, Toaster. Das reicht endlich. Ich bin jetzt 35 Jahre, ich habe mich lang genug von euch verarschen lassen, okay? Ich will die Wahrheit und nichts außer die Wahrheit. Ich fände es andersrum viel geiler. Ich finde, die müssten zu mir kommen, jede Partei, und dann erklären die mir einfach, okay, dann erklären die mir, wie mein Leben aussieht im Jahr 2060. Herr Thorsten, du siehst das wieder so Ding. Stell dich doch mal hinter mich, Mann. Ich habe doch die Fackel und die Mistgabel in der Hand. Lauf mit jetzt. Versuch's nicht immer zu verteidigen. Nein, ich versuch's nicht zu verteidigen. La Revolution, komm hinter, lass uns jetzt morgen hier am Dorfplatz treffen und loslaufen. Ja, Blaze, dann irgendwie, esst die Reichen, oder was? Guck mal, wenn wir jetzt zum Autohändler gehen, okay, und wollen uns jetzt ein Auto kaufen. Wir machen zusammen. Doch Good Cop, Bad Cop, weißt du? Jetzt hör mal zu. Ja, ich hör doch zu, Mann. Du musst jetzt mal, kapierst doch einfach mal jetzt. Wenn wir, erklär. Wenn wir beide schweigen, wir haben eine Gefolgschaft von 100, 200 Zuhörern. Wenn wir beide schweigen, dann schweigen auch 200 Leute. Aber wenn wir den Mund aufmachen, dann folgen die uns. Deswegen, wir müssen damit anfangen. Das ist so, der kleine wir sind die zwei kleinen Schneebälle, die wo anfangen zu rollen und dann am Ende wird eine Lawine draus, weißt du? Okay. Also guck mal, jetzt ein Beispiel. Wenn wir jetzt zum Autohändler gehen, okay, und der Zigzag ist Autohändler, der verkauft uns jetzt ein Auto. Und der Zigzag sagt zu uns, ey, das Auto kann fliegen. Ist brutal. Auf ja. der Autobahn drückst den Knopf, hebt's ab. Und ja. wir beide sind dann auf der Autobahn. Du drückst den Knopf. Und ich drück den Knopf und das Auto hebt nicht ab. Dann ist der Bock fett. Oh ja. Das glaubst du mir aber. Das glaub ich. Also, dann fahren wir zum Zigzag und geigen dem unsere Meinung. Also, wieso sollten wir uns dann auch von irgendwelchen Politikern verarschen lassen, wenn der sagt, ey, das Land kann fliegen und wir... Und wir schleifen schon seit Jahren auf dem Boden rum. Wieso Blaze, sollen wir uns ich das lass mich nicht mehr verarschen, Mann. Das sollte das Grundkonzept und das Motto dieser Sendung sein. Dass wir uns nicht mehr verarschen lassen. Ich lass mich nicht mehr verarschen, Mann. Das ist Hashtag, ich lass mich nicht mehr verarschen. Hashtag, ich lass mich nicht mehr verarschen. Ist der ein bisschen zu lang für Twitter? Wenn wir, genau, guck mal, wir beide schweigen, dann schweigt der Nächste, dann schweigt der. Aber wenn wir alle mal den Mund aufmachen und sagen, ey, was ist hier los? Dann dreht sich der Politiker mal um und denkt, 50 war es, weißt du? Ey, ich lache jetzt zwar, aber ich. Also, auch, ihr kennt es auch von meinem Rap-Style und Rap-Texten. Der Kern. Hinter jedem, da ist. Der Kern ist, Der Kern ist serious. I'm serious. Okay. Aber wie gesagt, bitte lasst das lieber so. So schwätzern, so, weißt du, was ich meine? Es gibt genug Politik-Podcasts, da wird nur geschwätzt am Ende des Tages. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass wir beide einen Politik-Podcast machen, Blaze. Ja, aber der ist, also da, wir beide 8 Jahre Guantanamo Bay, safe. Blaze, lass uns über andere Sachen reden, Mann. Waterboarding wird neu erfunden bei uns, ey. Lass uns über andere Sachen reden, Mann. Okay, du Blaze. Hast gemerkt, ich gehe Richtung Ding 2 Jahre, gell? Ja. Okay, ja, gut. Ja. Die Dings schon... Verfassungsschutz und so, weißt du? Draußen ist schon. Ich habe hier ein Fenster, Blaze. Ich sehe, dass der gleiche schwarze Van fährt. Ist schon das vierte Mal hier am Haus vorbei. Ach so, ja. Blaze, okay. Ich habe ganz kurz. Ich habe noch was auf dem Zettel stehen. Ich würde aber gern mit dir diese Woche über Rap reden, Mann. Okay, gerne. Ich bin gerne. Hast du Rap gehört diese Woche? Ja. Ich müsste jetzt auch mal ein bisschen den Blutdruck wieder so runterkriegen und so. Ey, meiner ich geht hoffe, hoch das ist jetzt, kein Fitner. Hast du Kollega gesehen? Ich habe Kollega diese gesehen, Woche? Ja, habe ich gesehen. Blaze, was soll das, Mann? Was denn? Diese Freestyles oder was? Nee, gibt's Freestyles? Ja, der Rookie hat mir gestern irgendwas davon erzählt. Ey, der macht wieder so bosshafte Show und dies, das und so. Ja, was? Blaze, was ist das? Wie heißt der andere? Mit Apache, sage ich. Asche. Mit Asche und dann habe ich noch irgendwas gesehen mit Macho. Macho, immer noch, gell? Ey, bitte, Toaster. Blaze, was ist das? Ey, das ist... Mann. Weißt du was? Du bist Kollega-Fan. Du musst es jetzt verteidigen eigentlich, weil ich sage, das ist extrem wack. Das ist wack. Ich bin Fan von guter Musik, Mann. Ja, diese Macho und auch, wen hat er davor gehabt? Mit wem war der vorher cool?
Toonie. Nein, wo also diese Promo-Phase und so, da lief es halt mal gut und so, JBG, Fahrrad und so, genau, Fahrrad habe ich gesucht. Und der denkt halt 2023, wenn er jetzt wieder den Film fährt, den wo er vor 8-9 Jahren, diese Promo-Scheiße, wo er vor 8-9 Jahren geklappt hat. Es bestellt doch keiner mehr CDs vor. Gibt's einen Vorverkauf für eine CD? Bro, weißt du, ich will jetzt da noch dumm sein, weißt du, aber Bro, was bringt mir das, wenn du die Promo-Scheiße vor 8-9 Jahren jetzt wieder in die Mikrowelle stellst und mich für mich aufwärmst, weißt du? Danke, Blaze. Was ist, wen interessiert das eigentlich? Hast du dir das reingezogen? 40 Minuten Scheiße? Ja, das ist cringe, so viel Zeit. Mann. Das ist übelst der Cringe-Shit, Mann. Das ist richtig übel, gell? Warum droppt man nicht einfach ein Album? Ja, ey. Rap ist wack, Mann. Rap ist crap. Okay, ich habe eigentlich gedacht, dass es mehr Stoff hergibt, weil du Kollegen verteidigst und so. Ich will da. Ich werde beleidigend und ausatmen. Blaze, und so, diese Woche ist für mich alles, was ich an Deutschrap richtig, richtig uncool finde, ist irgendwie so. Was ist Dings? Gleich das nächste Thema. Bayern Freestyle, Blaze. Ja. Was ist das, Mann? Shindy. Es ist nicht kompletter Crap. Also für euch ist es Crap, für euch ist es Chirp. Aber ich peile den Film, was er fahren will. Ne? Das ist der Song ist doch Käse. Ja, aber Bro, es gibt. Ich habe ein, zweimal gelacht in dem. Ja, es gibt doch aber Songs, die sind halt Song. Von Ami-Künstlern und die sind genau dieses Level und genau die gleichen Aussagen und die werden halt gefeiert. Weißt du, was ich meine? Aber sobald es ein Deutscher macht, ist es dann wieder Ding. Ich raff, welchen Film er fahren will, deswegen finde ich es nicht so ganz so cringe, wie es viele... Okay, warum? Viele... Erklär mir. Das... Drink des Tages übrigens, Johannisbeer-Nektar. Dafür musst du Ding, Bro. Prost auf jeden Fall. Dafür musst du halt viel Toleranz und Verständnis mitnehmen. Also ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt was bringt, wenn ich dir das jetzt erkläre, ob du es dann fühlst, so wie ich. Toleranz und Verständnis? Toleranz und Verständnis ist halt... das A und O bei der Sache. Nee, ich meine, wenn du dir den Song anhörst, die ersten paar Takte, Flow, weißt du, ist er nicht richtig auf dem Beat und sowas, weißt du, was ich meine? Und so. Ja, aber guck mal, Toaster, das ist ja genau das. Ich hab's mir die Woche vorgenommen, ich wollte so eine neue Rubrik einführen, ein für alle Mal heißt die Rubrik. Und zwar, da geht's halt darum, ihr ganzen eingestaubten Rap-Nerds-Hörer, und da zähle ich auch dich, du bist so ein Ausnahmefall, du feierst auch Pusha T und Drake und so, manchmal kommst du aus deiner Rap-Bubble raus, Toaster, aber wir leben im Jahr 2023, Rap entwickelt sich, Leute. Ja, so, das, ja klar. Ja, ihr ganzen Rap-Nerds, die wovon noch die 90er, Anfang 2000er, eure A-B-A-B-A-B-Reime, die könnt ihr euch mal so zusammenfalten und in den Arsch schieben. Bin ich bei dir, also, Leute, kommt klar, Alter. Es gibt Zeug, das macht einfach Spaß. Und es macht Spaß. Und das ist nice und fertig. Man kann Offbeat sein. Man kann mumblen, man kann alles möglich. Natürlich, ich weiß nicht, ob man Offbeat sein darf. Bro, sei offen für neue Sachen, Toaster. Offbeat sein. Warum feierst du Offbeat sein, nicht? Stopp, gib mir keine Antwort, aber warum feierst du dann Haftbefehl? Haftbefehl ist auch Offbeat. Sag mir jetzt nicht, Haftbefehl ist jedes Mal Onbeat. Haftbefehl ist voll oft Offbeat. Haftbefehl ist weniger oft Offbeat als Kollege. Haftbefehl ist der Baba, aber Haftbefehl scheiß drauf, wie der Beat ist. Haftbefehl sagt dem Beat, was er zu tun hat. Und nicht der Beat sagt Haftbefehl, was er zu tun hat. Das ist so ein Hierarchie-Ding. Das ist so. Oder was weiß ich, Kennex-Slangs und so. Und dann lachen Leute, Cello, 385, der kann kein richtiges Deutsch. Digga, man muss heutzutage nicht richtig gutes Deutsch können. Wir haben es jahrelang gehört, eure Sammy Deluxe 18-Fach-Reime interessiert heutzutage kein Mensch. Ihr saßt irgendwie 19 Jahre im Studio, habt euch irgendwie 10 Jahre lang die Silben ausgewechselt. Ich scheiß auf eure Silben, ich scheiß auf eure Reimketten. Ich sag, es kommt drauf an, Blaze. Ich sag, es kommt drauf an. Es kommt auf gar nichts drauf Doch, an, Doch, es Bro. Kommt drauf an. Es kommt, Blaze, natürlich, Bro, es kommt drauf an. Es auf, kommt immer drauf an. Was? Hör, komm es kommt aus dieser Bubble raus jetzt, hab ich gesagt. Blaze, ich hab doch nicht gesagt, dass du nicht recht hast. Was ich sag, Rap ist aber, es kommt drauf an. Es ist gut, dass Rap sich entwickelt. Das Problem ist, ein Chelo und ein Abdi stellen sich halt aber auch nie hin und nehmen für sich in Anspruch, dass sie irgendwelche Dichter- und Denker-Scheiße machen. Weißt du, was ich meine? Wie es andere Leute tun. Wenn du sowas machst, so einen aufmachst. Chelo und Abdi sind Goethe und Schiller von heute, Mann.
Und da stehe ich mit meinem Namen und mit diesem Podcast stehe ich da und sage. Ich habe das schon oft gehört. Ich wüsste nicht, ob ich es widerlegen sollte jetzt direkt. Ich denke aber, dass komm, so eine Aussage. Trau dich. Nee. Ich weiß nicht, ob ich es könnte oder ob ich sollte. Ich denke, mein persönliches Ding ist, ich verstehe, dass man das sagt. Ich denke, dass die Richtung, in die diese spezielle Aussage geht, die richtige ist. Ich denke aber, dass wenn man sowas sagt, okay, ich glaube, dann müsste man das auf Herz und Nieren prüfen dürfen, diese Aussage. Und ich weiß nicht, ob sie dem standhält am Ende des aber Tages. Aber guck mal, das ist doch das Geile an Rap-Toaster. Wir zwei, das haben wir jetzt auch schon 69 Folgen, wir sind ja richtige hängengebliebene Hängers, weißt du, was ich meine? Also wir geben uns... Hängers, aber nicht hängen geblieben. Ja, doch, sind wir auch. Wir geben uns ja nicht einfach... Es gibt ja Leute, die legen einen Song rein, drücken auf Play und machen sich null Gedanken drüber. Aber wir zwei sind so hängen geblieben, dass wir jetzt denken, dass derjenige, der wo gerade die Drums da einspielt, was hat der zu Mittag gegessen, weißt du? So sind wir ja. Ja, na klar. Weißt du, was ich meine? Und das ist ja auch nice. Und das ist ja auch das Geile dran, dass Rap so wandlungsfähig ist und entwicklungsfähig ist. Es gibt zum Beispiel, guck dir mal das Phänomen Dancehall an. Seit, was weiß ich, wann der erste Dancehall-Song, seit der erfunden worden ist, ist es immer nur dumm, 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 dumm. Dann weiß ich, das ist Dancehall. Aber bei Hip-Hop gibt es 100.000 verschiedene Variationen. Drums, Snares, dies, das, Ananas, Adlibs, Game kam dazu, gemumbled wurde, alles mögliche, das ist ja das Geile. Und früher, als wir angefangen haben, Rap zu hören oder wir Rap für uns entdeckt haben, war ja gerade so diese Endphase von diesen Sugar Hill Gangs und KRS-Ones und so. Und dann haben wir haben ja die auch belächelt, weißt du, was ich meine? Die haben auch gesagt, ja, sind die lustig, die stehen ja, mit ihren Adidas-Anzüge und ihren dicken Goldketten und ihren Adidas-Superstar stehen die an der Ecke, voll die komischen Typen, als wir dann kamen mit Ding, all days everybody wanna talk and they got something to say, which comes out, but move the lips, and what a difference, dann haben wir auch ja, gedacht, aber ich die glaube Kings, nicht, weißt? Dass Bayern Freestyle eine Stufe ist in der Evolutionsleiter. Es ist keine Stufe in der Evolutionsleiter. Das habe ich auch das, nie ich behauptet. Es ist keine Stufe in der Evolution. Du meinst einfach nur, es ist nicht so chöp, wie ich denke. Es ist einfach. Es ist einfach ein Teil der Evolution ins Deutsche übersetzt. Also, wenn wir jetzt tief in die. Du sagst es ganz kurz, Blaise, du sagst es so, als gäbe es eine Vorlage, von der du weißt. Ja, Big Sean, Kanye, Achso, nee, ich hatte eine direktere Vorlage irgendwie im Kopf. Kendrick Nett, für Kendrick ist es schon zu schlecht. Ich raff doch den Film, was er machen will. Der will doch diese Backseat-Freestyles. Ich raff den Film doch auch. Aber ich meine, dieser Song ist... Ja, das ist das nächste Thema. Ob es gut ist oder nicht, das ist diskutierbar. Ich sag jetzt nicht, ich will das jetzt hier nicht verteidigen, dass es gut ist. Seinen generellen Film, weißt, den raff ich mein? Auch und finde ich grundsätzlich auch nicht so verkehrt. Weißt du, ja, was ich meine? Pusha T, ja, Verarme, auf Wish bestellt und genau. Big Sean hört da bestimmt viel. Wer ist in Deutschland am ehesten Pusha T, Blaze? Keiner. Ja, ich weiß, aber am ehesten. Nee, wird mir jetzt auch auf die Schnelle nicht einfallen. Weil sonst macht es keiner in die Richtung, gell? Pusha T ist jetzt auch nichts, was man kopieren, also... Ja, weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß. Also das ist ein schlechtes Beispiel, wenn du mir jetzt sagst, wer ist der Drake oder wer ist der... Wer ist der Drake? Wer ist der deutsche Drake? Wer ist am ehesten der deutsche Drake? Shindy. Wer ist am ehesten... Außer jetzt, wenn man das Gesangliche und so ausblendet, ist es Shindy. Ja, ja, nee, ich meine Rap. Wer ist am ehesten der deutsche Kanye? Der deutsche Kanye. War eine lange Zeit Flair, würde ich sagen, auch von der Kontroverse her und so. Aber er hat es dann irgendwann gerafft, dass er dann auf anderen Territorien stärker ist. Und jetzt entwickelt er sich ja mehr so in diese Memphis, diese Juicy J-Liga, wo dann halt weniger sagen mehr ist und er dann auch merkt, wenn er dann halt nur noch 80 Silben pro Album braucht. Ich hätte auch eine Kerbe, die hätte Flows. Auch eine Kerbe, die in Deutschland noch nicht wirklich so etabliert ist. Also ist schon ja auch clever natürlich. Und so. Ist und gut. Da hat er gedacht, ey, warum soll ich versuchen, der 17. Kanye zu sein, wenn ich der erste Memphis-Baller sein kann? Weißt du, was ich meine? Lass mal Dings von Shindy weggehen kurz. Hast du Flair gehört?
Neue Sachen. Mit Farid. Mit Farid? Ja. Ich hab's Album noch nicht gehört. Ich hab's mir auf die Ding. Welches Album? Da ist doch dieser Sampler draußen. Ist der jetzt schon draußen? Ja, ich glaube, der ist draußen, ja. Ich hab den Song mit Farid gehört. Ja, der ist auch auf diesem Ding. Ich hab's mir auf jeden Fall auf die Musst du dir hören Ding. Ding wurde voll gefeiert. Deswegen habe ich mir auch gespeichert. Die Sultan Hengst Songs wurden voll gehypt. Es gibt einen Song mit Sultan Hengst und Cracke Valley. Es gibt auch Solo, auf diesem Projekt gibt es 2 oder 3 Solo-Songs von Sultan Hengst. Und die werden gefeiert? Die werden gefeiert. Nice. Sultan rappt wieder wie früher und so. Ja, ist so. Ist so geile Attitüde und so, yeah, nice. Aber ich kann sagen, der Farid und Flair Song ist nice. Ist nice. Beide klingen geil hungrig und so, weißt du? Ist geil. Farid in Topform. Ich feiere es auch sehr, 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 dass die beiden endlich Frieden geschlossen haben und befreundet sind. Ja, Mann. Weil die sind so vom Kopf her sind die gleich, weißt du, was ich meine? Ja. Und die haben sich ja jahrelang auf Sonst hätte der Beef ja auch nicht so gut funktioniert. Genau, die haben ja, weil der sagt was und der muss halt dann das Doppelte sagen und so, das wäre ja auch das Geile dran. Aber ich glaube, die haben unbewusst auch ohne groß miteinander, die haben ja ewig nicht miteinander geredet und so. Ich glaube, die haben aber trotzdem genau gepeilt, weißt du? Mhm. Wie das zu funktionieren hat, dieses ganze Beef-Thema. Du weißt ja, Roos hat die zusammengebracht. Weil der hat zu beiden gesagt, ey, der ist eigentlich genauso wie du, der liebt genau die gleichen Sachen wie du, der ist auch, Flair ist voller Star-Wars-Freak, Farid ist voller Star-Wars-Freak, der steht auf Fashion, das und das. Und ihr seid einfach alle nur, ihr seid gleich, wenn ihr euch, also, und dann hat es ja irgendwann geklappt, dass der die beiden connected hat. Und die haben sich auch, letztens habe ich gesehen bei Insta, das habe ich auch übelst gefeiert, dass die sich so Liebesbotschaft, also so, no homo, weißt du, die haben sich halt so Ding, so eine Liebesbotschaft, ey. Das sind so, egal was ist, steh mal an deiner Seite. Und das kam halt von Farid. Und man weiß ja von Farid, dass der mit sowas eher, dass es bei dem so eher Mangelware ist, jemanden Love zu spreaden, weißt du? Fand ich richtig nice auf jeden Fall. Geiler Song. Bitches und Bader heißt er, glaube ich. Ja. Super. Und der Song mit Cracker Valley und Hengst auch gut. Ich muss mir mal die Platte anhören. Ich kann mir vorstellen, dass es nice ist. Ey, Toaster, ich habe jetzt auch noch was vorbereitet, aber das ist jetzt, ich sehe jetzt gerade, wir haben schon knapp über 40 Minuten. Ja. Das, was ich jetzt hier machen würde, wird halt auf jeden Fall so 15, 20 Minuten in Anspruch nehmen. Können wir ein bisschen überziehen. Okay, ich hätte aber vorher gerne, ich weiß nicht, ob das richtig ist, Blaze, du hast mir eine Story versprochen. Okay, ich habe dir eine Story versprochen, aber das ist jetzt... jetzt nichts Aktuelles, das ist schon eine Oldschool-Story. Können wir uns die für. Lass uns die Rubrik, was ich jetzt hier habe, und dann gucken wir, wenn es zeitlich noch passt, dann. Nee, ich schreibe sie einfach für nächste Folge. Und wenn nicht nächste Folge. Weil ich habe hier, sagt dir die Zeitschrift Freundin etwas. Ja, natürlich. Freundin.de und wir sind ja Freundinnen. Ja. Und aber es ist jetzt auch ein bisschen persönlicheres Zeug dabei, Toaster. Das ist so ein Test. Okay, weißt du, was ich meine? Ja, so ein Persönlichkeitstest. 40 Fragen der Freundschaft nennt sich das Ganze. Ich würde das jetzt auch spitten. Ich würde 20-20 machen. Nächste Folge dann die anderen 20. Okay, geil. Aber ich bin, also wie gesagt, es ist persönliches Zeug dabei. Ich würde sagen, du hast die Möglichkeit zu sagen, nee, das ist mir zu persönlich. Das geht zu tief in meine Dinge. Aber ich würde mich freuen, wenn wir... Also, ich stehe an deiner Seite, du weißt, egal was ist, you always my boo, wie Asher damals gesagt hat. Ich werde auch die Fragen beantworten. Ja, gibt es dann so eine Auflösung am Schluss oder was? Nee, das ist einfach nur... Ach, ist es so wie Entweder-Oder-Fragen? Ich fange an. Wovor habe ich am meisten Angst? Das ist jetzt an dich. Wovor hast du am meisten Angst, Thorsten? Ich hab's erst Shoutout an die zwei, die hören auch zu und ihr wisst genau, wer ihr seid. Ich hab schon gut Schiss vor frei fliegenden Vögeln in geschlossenen Räumen. Und Höhenangst habe ich auch. Okay. Also ich werde die Frage ein bisschen deeper beantworten. Ich habe sehr, sehr Schiss, Toaster, vor also so Menschen verlieren. Also, weißt du, was ich meine? Also wenn es jetzt ernst gemeint ist, ich habe auch natürlich sehr, sehr stark... Ist so bei mir. Das ist keine akute Angst oder so, aber... Aber wenn man so, sich mal so Gedanken macht, werden ja auch langsam älter, seien es Eltern oder was weiß ich, irgendwas. Und das ist der Lauf der Zeit. Irgendwann wird, also es gibt keinen, der wo unendlich lebt. Weißt du, was ich meine? Aber das ist so, ist jetzt auch, sorry Leute, dass wir hier 45 Minuten lang hier uns den Arsch abgelacht haben, aber es gibt auch ernste Sachen. Also das ist so eine Angst, die wo ich habe und auch
öfters mir so Gedanken drüber mache. Also wenn ich jetzt wirklich hier Real Talk und so, ich habe, und das kennst du vielleicht, ich habe Angst, dass ich doch nicht so in, keine Ahnung, es ist nicht, hat nicht unbedingt mit einem Bereich zu tun, aber kennst du das, dass man Angst hat, dass man doch nicht so gut ist, wie man denkt, dass man ist? Mhm, ja. So, Ist es nicht dieses Hochstapler-Syndrom? Erwartungen nicht erfüllen können und so. Nicht, sowas meinst du jetzt? Nicht unbedingt das, aber irgendwie so, ja, keine Ahnung, du hast bestimmte Skills und so. Und wisst ihr aber, je besser du in Sachen wirst, desto weniger glaubst du, dass du wirklich gut bist und so, dies, das, Ananas. So Sachen eher. Ich glaube, man sagt Hochstapler-Syndrom. Ey, aber Tosta, guck mal jetzt, wie gesagt, wir lachen hier und so. Aber ganz ehrlich, das wollte ich dir auch schon so, also ich sag dir das auch öfters, aber ich glaube, das geht auch so, weil ich bin halt so ein Typ, der aber auch viel Scheiße labert den ganzen Tag über, das weißt du ja. Ja, aber wir machen einen Podcast. Das geht ja auch viel unter so, aber ich, also du bist auf jeden Fall brutal so, was das angeht, wenn du sagst, du machst irgendwas und was du auch hier für den Podcast machst und allgemein, was du schon für mich so auch im Privaten gemacht hast, also ist übelst krass und da können glaube ich, alle Lenky-Mitglieder oder was weiß ich, alle, mit denen du so privat zu tun hast, ein Lied davon singen, dass du dich auch öfters so für die Sachen von anderen opferst, also deine eigenen Vorlieben beiseite stellst und sagst, ey, erstmal das, was der Blaze braucht, so, das ist auf jeden Fall krass, da würde ich auf jeden Fall auch im Namen unserer Zuschauer und allen auf jeden Fall mal thank you sagen, das ist jetzt aber ernst gemeint, das ist jetzt ein Ding. Nimm das auf jeden Fall, aber ich weiß nicht, ich finde jetzt nicht, dass du irgendwie dran zweifeln solltest, dass du nicht gut genug bist oder sonst irgendwas, also ist auf jeden Fall, ich kann dir mit mehrfachen Beweisen, dass du brutal bist. Und ich glaube, das können auch viele andere, die wohl hier am Zuhören oder halt mit dir im Kontakt sind. Toaster, Frage 2. Boah, okay. Wo bin ich glaube, wir müssen es auf mehr Folgen splitten sogar. Wo bin ich immer anzutreffen? Wo ich oder ich du? Dich, Toaster? Wo die meiste Zeit? Ja, das, also ich stelle die Frage so, aber das ist halt, gilt für dich. Wo ich anzutreffen bin. Ey, ich schaffe 3 Schicht. Die Chance ist relativ gut, dass du mich in der Arbeit triffst. Die Chance ist relativ gut, dass du mich im Bett triffst. Grundsätzlich schon mal. Ansonsten, ja, wenn du mich dann nicht triffst, ey Leute, kommt Ipflerplatz 1 gegen 1. Ich würde die Frage auch so beantworten, dass ich meistens daheim bin. Also ich bin daheim. Also ich bin jetzt. Ja, die Chance ist halt am größten daheim. Ja, daheim. Auf jeden Fall bin ich daheim. Was ist meine größte Errungenschaft im Leben, Toaster? Was ist deine größte Errungenschaft? Ich habe Bundesjugendspiele Teilnehmerurkunde. Ja. Ich habe das goldene. Kennst du Teilnehmerurkunde, Blaze? Ich habe das bronzene Seepferdchen. Nice. Von der DLRG. Der für Schwimmende. Für Gold müsste ich 3 Ringe tauchend hochholen. Ich hab nur 1 geschafft. Der Schwimmende, nicht der Trinkende. Nee, aber meine größte Errungenschaft weiß ich jetzt nicht. Also wir sind ja jetzt noch jung. Also ich denke mal, das ist auch so eine Frage, wo man dann vielleicht irgendwann mal, wenn man Kinder, Familie, das und das. Wenn man das hat, so, wo man dann mit 50, 60, so kann man. Warst das du mal verbessern. Klassensprecher vielleicht? Ja, ich war sogar schon mal Schülersprecher. Schulsprecher. Nee. Du warst Schulsprecher in der Parkringschule? Ich war sogar mehrere Jahre hintereinander Klassensprecher. In der Parkringschule? Ja. Halt's Maul. SMV-Sitzung und so. Doch, ich schwör dir es. Wenn er sich noch erinnern kann, ich war auf jeden Fall Klassensprecher. Wir hatten so Ding im Gymnasium. Ich war so Ding. Klassenclown / Klassensprecher. Im Gymi hatten wir so, kennst du das, dass so gerade die Mädels, die immer voll Dings, voll fleißig sein wollten und so, die haben sich dann, oh, ich will Klassensprecherin werden und so. Und bei uns war das aber, glaube ich, dann Oberstufensprecher oder so. Oh, ich will das unbedingt machen. Und dann haben sie, Dings waren immer voll nett dann zu allen, dass sie ihn wählen. Und wir Jungs haben uns einfach, weil wir haben geguckt und wir waren dann so ein bisschen in der Überzahl und haben dann einfach den größten Chaoten von uns rausgedeutet, weißt du? Und ihn dann auch nominiert und die haben alles so abgekotzt, weil er es dann am Schluss geworden ist. Und du kennst ihn auch, ich droppe den Namen hier aber nicht. Okay. Was ist meine größte Errungenschaft? Ich weiß nicht. Ja, Schülersprecher ist schon krass. Ja, nee, lass uns mal ernst bleiben, Toast. Also meine größte Errungenschaft, also ich denke mal, so mein beruflicher Werdegang, würde ich jetzt mal so, war jetzt nicht immer so prickelnd, aber so die letzten. Ja, aber das ist schon gut auf der Reihe, Mann. So und dann scheiß beisammen. Die letzten 6, 7 Jahre so, war schon brutal so. Also was da schon, wo ich jetzt stehe. Auch so der ganze Lenky-Kram und irgendwie auch dieser Podcast würde ich auch so dazu zählen. Also ich hätte nie gedacht, dass uns
dass wir es schaffen, irgendwie 69. Also ich hätte auf jeden Fall vor Folge 1 Geld gewettet, dass es auch keinen kleinen Betrag, dass es nicht bis Folge 69 geht. Und das wenn, dann, ich hätte auch nicht gedacht, dass nach Folge 20 noch Leute zuhören, die ich nicht persönlich kenne. Und wir immer noch Fanmails kriegen. Also was, ich will euch auch nicht als Fans ist immer so abwerten, finde ich. Nee, Gang. Gang, Gang, Gang. Rote Bandana, 17 Uhr, FC, kommt vorbei. Und vergiss nicht, eure Henna-Gang-Tattoos vorher aufzufrischen. Hey Blaze, deine Rubrik dauert Podcast viel länger. Aber ja, ist egal, mach noch ein paar. Was war deine größte Enttäuschung? Oh. Jetzt ernst. Ich glaube, so eine der größten Enttäuschungen in meinem Leben war. Ich bin aber auch so dumm wie scheiße. Als ich mein Abi dann endlich fertig hatte und ich gedacht habe, ey geil, ich muss nie wieder in die Schule gehen. Ich bin so kein Typ für Schule. Ich bin absolut nicht gebaut für Schule. Und dann halt Dings, Ausbildung und dann halt wieder in die Schule gehen, Berufsschule. Also, das war so eine Desillusionierung und ich war so enttäuscht von der Gesamtsituation und so. Ich würde das irgendwie jetzt auch nicht als größte, also nicht die größte Enttäuschung, aber also ist auf jeden Fall auch bei mir so, dass ich denke, dass ich die Schulzeit hätte ernster nehmen sollen. Weißt du, was ich meine? Und nicht ach so, von dir selber dann und so. Ja, ja natürlich, ja, also hätte ich auch machen müssen. Also ich hocke jetzt nicht daheim und heul so, ich hätte mehr aufpassen sollen, sondern also, aber weil ich merke das auch von mir so, also ich habe mein Potenzial nicht komplett ausgeschöpft, was ich eigentlich hatte. Ich habe mich halt zu sehr in andere Sachen konzentriert und so. Und genau. Weißt du, was ich meine? Das ist so. Ja. Bei mir genau das Gleiche. Okay, das ist jetzt für uns beide. Du musst halt für uns, also wir sind jetzt zusammen. Wenn wir überall hinreisen könnten, wohin würden wir gehen? Also wo würdest du, wenn wir die Möglichkeit hätten, überall auf der Welt zu sein, mit mir zusammen hingehen wollen? Ja, dann müssen wir eigentlich nach New York. Ja, New York, auf jeden Fall. Ja, dann müssen wir eigentlich nach New York, mit diesem Podcast nach New York. Auf jeden Fall. Oder nach Istanbul. Empire State Building oben. Aber eigentlich müsste das sein. In das Hip-Hop-Mekka, Leute. Und dann berichten wir für euch, wie es da wirklich ist und wie die Burger da sind. Aber weißt du, was ich vielleicht noch so Ding, was ich mit dir vielleicht auch noch brutal feiern würde, wäre Tokio. Bro, so in diese, oh shit. In diese, da gibt es doch diese in Tokio, diese Region, wo dann nur so diese Tech-Firmen und so, wo ja, dann so ja, der ja neueste Hightech-Scheiß und so, da würde ich halt, da gibt es so ein Einkaufshaus oder was weiß ich, der ist achtstöckig oder was und da ist halt der übelste Tech-Shit. Ich glaube, das wäre für dich wie Alice im Wunderland. Also ich kann es mir vorstellen. Also, ich glaube, danach auch dann so Automaten, wo man tanzen muss und so. Ja, nein, es geht jetzt nicht um Arcade-Automaten und so, sondern so richtig die neuesten Videokameras und Produkte von Sony, die wo du hier vielleicht erst in 6 Jahren und so Shit ist dort, weißt du, was ich meine? Also ich glaube, danach müsstest du, weil ich weiß ja, wie du da so hängen bleibst drauf, also danach, glaube ich, müsste ich dich da mit Zwangsweste rausholen, weil du das übelst, dein Brain wird explodieren, wenn du siehst, oh, Videokamera kann auch Ding Essen warm machen und so. Essen warm machen, mir reicht schon 12.000. Boah, Mikrowelle gleichzeitig auch Ding, Postfach, weißt du, DHL kann ein Paket reinschieben und so, von hinten. Ey, apropos, ganz kurz, das muss jetzt zwischen rein. Ich habe einen riesen Hass, immer noch. Ich habe mir so einen Computer auf eBay gekauft, Alter, gebraucht. Ich war live dabei gestern beim Unboxing. Hast du mein Gesicht gesehen, wie enttäuscht ich war? Das war die größte Enttäuschung meines Lebens. Aber mich hat es eher enttäuscht, dass du heutzutage im Jahr 2023 noch irgendwelche Erwartungen von irgendwelchen eBay-Sellern hast. Also deine größte und meine größte Enttäuschung. Ich war froh, dass dass da keine gebrauchten Socken drin waren. Oder der Typ verkauft einen Computer und überall ist das Netzteil zu sehen auf den Fotos. Nirgendwo steht, dass kein Netzteil dabei ist. Und er vergisst einfach das Netzteil. Hat er dir eigentlich geantwortet? Nein. Oha, ich schwöre. Ich habe mir jetzt auf Amazon eins bestellt, nicht. Alter. Jetzt ist der Rechner einfach 25% teurer. Kommt der jetzt? Kommt der heute? Also wenn gleich der Postbote klingelt, Blaze, ist dieser Podcast over. Dann lass kurz noch hier abfrühstücken. Wir machen 10 Fragen, okay? Dann würde ich das in 4 teilen, dann haben wir 4 Folgen Material. Okay, geil. Beschreib deinen perfekten Tag, Toaster. Beschreib mal schnell deinen perfekten Tag. Aufstehen, Kaffee. Erstmal gemütlich den Tag anfangen lassen auf der Couch. Und ich gehe gerne in Zoos.
ja, Leute, macht mich fertig, weil so ist Tierwohl und so. Macht mich fertig. Ich freestyle das jetzt auch. Vielleicht stimmt es morgen schon gar nicht mehr. Und ich denke dann, ich könnte mir vorstellen, dass ich dann es gut fände, mit einer großen Horde an Freunden zu grillen. Mhm. Alle zusammen an einem wunderschönen Grillplatz. Und wir grillen natürlich auch Vegetarisches und Veganes. Mhm. Natürlich in so Schälchen, dass sich das nicht cross-contaminated. Und dann trinke man noch 2-3 Bierchen am Lagerfeuer. Und dann falle ich einfach in mein Bett und penne wie eine Eins. Das habe ich mir jetzt einfach ausgedacht. Ja, also bei mir wird es auch... Aber es hat auf jeden Fall mit Menschen zu tun, die ich mag. Genau, also ich würde mir auch ein geiles Frühstück wünschen. Also bei mir wird auch Kaffee und so. Geil Frühstück und dann eine geile Unternehmung, entweder mit der Frau oder mit Freunden. Irgendwas machen, so, was weiß ich. Irgendeine Aktivität. Zum Beispiel Elektrogeräten mit Netzteil kaufen. Nee, irgendwo hingehen, was sehen, was erleben. Genau. Und abends dann schön ausklinken mit einem gemeinsamen Essen und dann gechillt auf der Couch. Also das wäre so mein perfekter Tag. Beste. Gibt eh nichts Geileres als Essen teilen. Wen würde ich zu meiner imaginären Dinnerparty einladen? Mit wem würdest du, ich ändere die Frage ab, mit wem, wenn du alle Menschen auf der Welt, mit wem würdest du zu Abend essen wollen? Nur lebendig aber. Ja. Ein Mensch. Mhm. Der Papst ist bei mir immer hoch bei sowas, aber ich glaube, ich würde ihn nicht picken. Ich könnte mir vorstellen... Ihr overrated den Papst auch immer so. Nee, krass. Ich rate ihn nicht over. Papst ist schon krass. Ja, aber Bro, was willst du jetzt vom Papst erfahren? Also, was erhoffst du dir vom Papst zu erfahren, was jetzt so mindblowing sein könnte? Keine Ahnung. Vielleicht, weiß nicht. Also, am Ende des Tages ist der Papst auch, also der muss ja nicht viel können, weißt du, was ich meine? Also, der ist jetzt kein Atomphysiker oder so. Harald Lesch. Also, ich würde halt schon irgendwie so, glaube ich, irgendwie so ein Tech, also Mark Zuckerberg, Elon Musk. Ja, so vielleicht, das ist halt wieder so Standardphrasen. Frank Thelen. Ich würde vielleicht gar nicht mal so groß Ding, ich würde Dietmar Hopp nehmen. Nice. Könnte man hier direkt am Golfplatz direkt abfrühstücken. Braucht man gar nicht um die Welt reisen irgendwie. Ja, ja, gar nicht lang rummachen, ja, ja. Also ich denke mal so jemand, so, der wo halt nice. So irgendwas geschafft, also der wo mir halt auch so ein bisschen ein paar Tipps, also ich erwarte jetzt nicht, dass er mir das goldene Ticket für Willy Wonkas Chocolate Fabrik überreicht. Nee, ein bisschen Dings, Mindset, weißt du? Ja, ein bisschen so ein Mindset, nicht verkaufen, sondern vermitteln, das ist halt ganz wichtig, das wäre halt auch so mein Anliegen, bitte vermittelt mir irgendwas. Ja. Ja, aber so halt. So, ja, gut. Oder halt irgendeine brutale Sportlerlegende, Michael Jordan. Mike Tyson wäre vielleicht sogar auch lustig, wäre nice. Mike Tyson ist nice. Ja. So jemand. Dirk Nowitzki wäre auch geil. Auch brutal. Würde ich feiern, so. Aber jetzt, weißt du, von Lothar Matthäus? Oder. Ja, ich denke, Lothar hat auch ein paar geile Stories zu erzählen. Jeder außer Mario Baslermann. Mario muss halt Stange Kippe mitnehmen und Whisky. Nee, aber. Ja, so oft, ja. Toaster, wo und wann haben wir uns das erste Mal getroffen? Das haben wir, glaube ich, jetzt schon öfters mal versucht, aber wir sind, glaube ich, nie auf ein Ding gekommen. Ich weiß nicht, beim MU daheim? Wo und wann haben wir uns das erste Mal... Also wir hatten ja schon... Ich könnte mir vorstellen, beim MU daheim, Mann. Wir hatten ja oft Kontakt. Ich weiß ja auch, dass du mit dem Rookie ICQ. Und so, das haben wir auch gestern nochmal mit dem Rookie und so besprochen, dass du mit denen schon vorher... Dicke warst. Weil es gab ja auch so eine Lanky-Phase, wo wir dann ich, MU und Corey und die Sandlener-Fraktion so einfach mal 2-3 Jahre einfach Funkstille war. Ja. Es war auch so dann die Phase, wo dann so irgendwelche Abhänger-Sounds entstanden sind. Und genau. So. Und ich glaube, es könnte sein, dass wir uns das erste Mal gesehen haben, entweder beim Corey unten im Studio, in dem alten Studio im Keller. Weißt du, wo ich die erste Ding habe, so Erinnerung, dass wir uns so richtig, das war im Basler Studio. Es kann auch sein. Ah, es kann sein, dass du dabei warst, als der MU einen Song aufgenommen hat mal.
Also wir haben uns schon, also es war jetzt nicht so, dass wir dann, wer bist du? Also ich wusste schon, wer du bist und wir haben das Dorf ist ja klein. Wir sind uns auch schon mal in der Kindheit über den Weg gelaufen und so. Garantiert. Hey, Schule. Ja, Schule, aber auch, wir haben ja diesen einen gemeinsamen Kindheitsfreund gehabt. Genau. Dadurch und so, aber Shoutout. so richtig bewusst, Toaster und Blaze jetzt. Ja, garantiert. In irgendeinem Studio. War auf jeden Fall Studio bei Bas. Also das ist das, wo ich mich dran erinnere. Und das ist schon ziemlich spät, weil wir hatten ja auch früh schon über ICQ Kontakt und so. Genau. Also haben, haben gewusst, ey, lass Musik machen, das und das. Basler Studio. Hättest du damals gedacht, dass wir so gut befreundet sein werden? Geile Frage. Sorry, nochmal. Hättest du damals gedacht, dass wir so gut befreundet sein werden? Hättest du gedacht, dass es irgendwann Nee, ich glaub's nicht. So ein Ding. Hast du schon gedacht, voll der Spaß, gell? Nee. Nee, aber... Das ist ja voll der komische Typ und so. Nee, aber... Ich fick den voll weg. Nee, es war halt eine andere Zeit. Es war halt eine andere Zeit und ich hab das nicht gedacht, weil wir uns alle zu der Zeit auch noch ein bisschen ernster genommen haben und so. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, damit hat es so ein bisschen zu tun. Ich weiß nicht. Was, wir haben uns nicht ernst genommen? Oder nee, wir haben uns ernster genommen damals, als wir das jetzt tun. Und ich denke, das hat damit auch ein bisschen zu tun. Guck mal, wir können ja jetzt auch mal in Folge 69 leaken, dass du ja am Anfang, als ich gesagt habe, Podcast und so, dass du nicht so begeistert warst von der Idee. Ja. Ja, und ich irgendwie ein bisschen Überredungskunst und Zeit benötigt habe. Ja, aber weil ich auch nicht so wirklich davon überzeugt war, also ein Hip-Hop-Podcast, das hat sich ja auch dann jetzt ein bisschen entwickelt und so. Genau, hört es überhaupt jemand und du machst ja das meiste wieder voller Stress, tust du dir ja wieder Ding, ja, ich muss das abmischen, ich muss das und das. Ich war ja da ein bisschen länger wie du davon überzeugt, dass es was werden kann. Weil ich auch so, also ich denke mal, wenn das jetzt nach 69 Folgen unsere Zuschauer noch nicht gerafft haben, dass du so auch so das Gegenpol zu mir bist, so. Und dass das halt immer eigentlich eine nice Kombo. Also wenn wir jetzt beide voll die aufgedrehten hängen geblieben wären, ja, so wie ich es bin, dann wäre es nicht so nice wie jetzt, weißt du, was ich meine? Ich habe aber keine Ahnung, ich weiß nicht, ich habe auf jeden Fall nicht gedacht, dass... Ich glaube, ich habe das erst ablegen müssen, dass das irgendwie so und so viele Leute, dass es so sich lohnen muss, in Anführungszeichen. So. Mhm. Und ab da ist es, also ich mache das unabhängig davon, wie viele Leute zuhören und so ist es nice. Und so habe ich am Anfang halt irgendwie nicht gedacht. Ja, und mittlerweile ist es ja uns ja eigentlich scheißegal. Und das ist auch gut so. Es ist nicht komplett scheißegal. Genau. Ich weiß nicht, ob die Leute das nachvollziehen können und so. Ich weiß nicht, ob die Leute das nachvollziehen können. Es ist nicht so, dass es mir scheißegal ist, Nein, aber natürlich, wir sind über jeden Zuhörer dankbar oder so, aber wir sind jetzt, also ihr kennt doch diese nach Aufmerksamkeit bettelnden, also so sind wir jetzt auch nicht, aber wir sind über jeden Zuhörer dankbar, wenn es die Möglichkeit, wir würden auch jeden von euch persönlich mal die Hand schütteln und sagen, ey, thank you und also wir machen das ja auch für euch und wir gehen, schreibt uns, also ihr könnt jeden fragen, der bei uns schon mal irgendwie Kritik oder irgendeinen Wunsch geäußert hat, könnt ihr jeden fragen. Wir haben noch, glaube ich, es gab noch keinen Wunsch, den wir nicht verwirklicht haben, oder? Nö. Also wir sind da voll, das ist ja, so wie ich sage, von der Straße, für die Straße dieser Podcast oder so wie es Toaster sagen würde, vom Gymnasium, fürs Gymnasium. Guck, da merkt man wieder, dass ich nicht aus dem Gymnasium bin, weil ich sage für das Gymnasium. Ja, letzte Frage, ja, Toaster, und dann frühstücken wir das auf, weil dann ich muss hier mit Dietmar Hopp Golfplatz. Ja, ja. Was war mein peinlichster Moment? Oh. Ich muss da auch überlegen, was war mein peinlichster Moment? Ey, ich habe so viele. Kennst du Awkward Fives? Ja. Kennst du das? Wenn der eine Faust, ja, der andere Ding, und dann, ja, oh, das ist mein Leben in a nutshell einfach. Bin schon so ein bisschen socially awkward. Mhm. Keine Ahnung. Jeden Tag irgendwas. Ich weiß nicht, was am peinlichsten war. Ja, bei mir auch. Ich habe jetzt auch kein Ding, so speziell Ding. Also es gab schon krasse Sachen so. Aber jetzt auf die Schnelle. Nee, so auf die Schnelle fällt mir nichts ein. Aber auf jeden Fall, das waren erstmal die ersten 10. Ich glaube, ich weiß es nicht genau. Keine Ahnung. Ich mache das hier mal in mein Lesezeichen rein. Ja, genau.
Dann machen wir die nächsten 10, nächste Folge. Und nächste Folge gibt es auch eine geile Story von dir, Blaze. Aus dem Europapark. Auf jeden Fall. Real-Life-Story. Real-Life. Wie gesagt, Folge 69. Ich bin seit 1 Monat, 3 Tagen und 12 Stunden Nichtraucher. Genau, das hatte ich noch auf dem Zettel. Wie ist die Stimmung heute? Ist gut. Oh, gerade ist das gesparte Geldzähler ist gerade hochgesprungen auf 335,20 €. Geil. Die Stimmung ist nice. Ey, Blaze, hör bitte auf, das in Zukunft zu sagen. Die Leute sollen lieber 1 € per PayPal spenden für uns. Genau. Die sollen nicht denken, dass wir jetzt rich sind. Allerdings, ich kann nicht gerauchte Zigaretten, 905 Stück. Krass. Guck. Wiedererlangte Lebenszeit. Also Leute, ich muss euch enttäuschen. Du schaffst das Renteneintrittsalter. Ihr müsst mich jetzt 8,4 Tage mehr ertragen. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Ist eine Folge Podcast mehr. Aber ist schon krass, Bro. Ich habe seit einer Woche die übelsten Gelüste und ich habe jetzt nur 8 Tage plus gemacht. Das ist ja, zieh durch, Blaze. Zieh einfach das durch. Das ist ja schlimmer wie für Mindestlohnarbeiten. Nee. Ja, ist es. Warte mal, und jetzt kommen wir zu unserer beliebtesten Rubrik, zu einer der beliebten Rubriken in unserer Sendung. Der Song der Woche, Toaster, hast du da was für mich? Ich habe diese Woche alle Neuerscheinungen, alle Deutschrap-Neuerscheinungen durchgehört. Okay. Und habe so geguckt. Und ich wollte aber nicht wieder den Flair-Song nehmen, wie wir schon mal gemacht haben und so. Ich habe jetzt gefunden, ich kannte den jungen Typ nicht. Ich weiß nicht, wo er her ist, ich weiß gar nichts. Ich habe einen Song gehört und den fand ich nice. Ist jetzt nicht so, dass es der Überrapper ist oder irgendwas, aber ist ein nicer Song, hat mir Spaß gemacht, du weißt genau, was ich meine. Ist mit Autotune, Sing-Sang, dies, das. Ey, der Typ heißt Sammy. S-A-M-M-Y. S-A-M-M-Y. Und der Song heißt On God. Sag mir, was Sammy ist. Ich habe keine Ahnung, ob der neu ist, ob der alt ist, ob der fresh ist, ob der gammelig ist oder irgendwas. Ob der irgendwie eine Vergangenheit in der Werbebranche hat oder vielleicht auch mal eine Ausbildung angefangen hat als... ob der mal geklaut hat. Das ist doch ein Ami. Als Schreiner. Nee, das ist Deutsch. German. It's in German. I can understand the lyrics with my German dictionary. Blaze, sag krass. Was. On God. Äußere dich. Sammy und Straight 08 Mafia. Straight 808 Squad. Nee, keine Ahnung, ja. Deutsch? Sieht aus wie ein Ami. Ja, das ist ja, okay. German. Okay, dann hau ich einen Klassiker raus, Toaster. Classic. Und zwar, Leute werden mich vielleicht jetzt verurteilen, ist damit egal. Ich keinen Klassiker von dieser Group nenne. Ich würde Mobb Deep mit Got Twisted. Got It Twisted. Das ist, glaube ich, auch auf dem Album, was dann über G-Unit erschienen ist. Auf jeden Fall Rest in Peace Prodigy. Rest in Peace Prodigy. Shoutout to my man. Du sagst immer Prodigy. Prodigy. Nein, da ist Prodigy. Ja, bei Lanky Talks oder was? Nee. Wie heißt der? Was sagst du? Der heißt Butch Cassidy. Wie heißt der? Sag mal. Prodigy. P-R-O-D-I-G-Y. Prodigy. Heißt nicht so der von Ding? Firestarter? Auch. Okay. Nee, ich glaube, The Prodigy ist Firestarter und Dings. Okay. Prodigy. Yeah, got it twisted. Rest ich bin in ja peace, ein bisschen deeper boy. Mit ihm gewesen, also Albert Johnson. Albert. Also habe ich ihn genannt. Al. Genau, my man Al. got twisted. Ich bedanke mich dafür, dass ihr uns wieder zugehört habt. Mein Name ist BLACDTHDON aus ST.LEON-ROT und mir gegenüber saß mein Homie T zu dem O, zu dem was weiß ich. Leute, hau da rein, bis nehmt nächste Nehmt die ganze Woche, Folge nicht so ernst, ihr wisst, am Anfang ein paar Shots feiert, aber wie gesagt, ich stehe zu allem, wenn irgendwas ist. Ihr findet mich im Ipflerplatz. Bis dann, Leute, macht's gut. Alle, ciao.